In unserer Serie Lokporträts schauen wir uns heute die 5289-79 mal genauer an. Diese Dampflok gehört zu den bekannteren Museumsmaschinen in Deutschland. Wir sehen die Lok als erstes am 30. Oktober 2008 mit einem Leerwagenzug auf der Strecke von Eisenach nach Meiningen. Der Zug hat soeben das Stadtgebiet von Eisenach hinter sich gelassen und erklimmt den Rennsteig. Die Dampflok 5280-79 wurde ursprünglich als 5259 bei der Maschinen- und Lokfabrik Ferdinand Schichau in Elbing mit der Fabriknummer 3937 gebaut. Die Auslieferung an die Deutsche Reichsbahn erfolgte im Oktober 1943 an die Reichsbahndirektion Königsberg. Leider sind aufgrund von Kriegseinwirkungen keine weiteren Daten vorhanden. Erst ab dem 1. Oktober 1945 wird die Lok dem Bahnbetriebswerk Pasewerk zugeordnet. Hier blieb sie noch bis zum 26. Februar 1947. Der Zug verlässt hier den Bahnhof von Oberon und macht sich auf die letzte Etappe nach Bad Salzungen. Über Neustrelitz wurde die damals noch als 5259 geführte Lok am 25. April 1947 nach Berlin an das Bahnbetriebswerk Grunewald umbeheimatet. Innerhalb von Berlin war die Maschine dann bis zum 8. Mai 1957 heimisch. Danach ging es wieder Richtung Osten, nach Frankfurt an der Oder. Hier erlebte die Lok auch ihre Rekonstruktion vom 20. März 1963 bis zum 23. April 1963. Ab diesem Zeitpunkt wurde aus der Kriegslok 5259 die Reko-Lok 5280-79. Der planmäßige Güterzug verlässt hier den Bahnhof von Walldorf und setzt seine Fahrt nach Meiningen fort. Nach der Planlampenveranstaltung im Werratal im Oktober 2008 erleben wir die Maschine jetzt ganz im hohen Norden. Im Sommer 2008 war die 5280-79 auf der Privatbahn Niebüll-Dagebüll unterwegs. Hier hatte sie unter anderem die ehrenvolle Aufgabe, Intercity-Kurswagenzüge zu bespannen. Die Lok stellt sich jetzt gerade vor den nächsten Zug von Dagebüll in das 20 Kilometer entfernte Niebüll. Die 5280-79 war insgesamt über 24 Jahre im Bahnbetriebswerk Frankfurt an der Oder zu Hause. Erst am 13. Januar 1981 musste die Maschine nach Wittenberge wechseln. Von dort aus ging es aber schon am 23. Juni 1981 weiter in das Bahnbetriebswerk Neuruppin.
Der Zug ist fertig zur Abfahrt und die Rico 52 setzt sich mit dem für eine Dampflok doch recht gewöhnungsbedürftigen Zug in Bewegung nach Niebüll. Im Bahnbetriebswerk Neuruppin blieb die 528079 nicht lange, denn schon am 14. Mai 1982 wurde die Umstationierung nach Berlin-Schöneweide vollzogen. Weitere 11 Jahre tat sie ihren Dienst von dort aus, bevor sie am 13. Oktober 1993 noch einmal in das Bahnbetriebswerk Frankfurt-Oder abgegeben wurde. Der Zug ist jetzt in den unendlichen Weiten von Nordfriesland unterwegs. Nach dem Intermezzo in Nordfriesland erleben wir die 528079 jetzt auf der Zellwaldbahn von Nossen nach Freiberg. Bei den Eisenbahnfreunden im Bahnbetriebswerk Nossen war die Maschine einige Jahre unterstellt. Der Zug hat gerade den Haltepunkt Kloster Altzella durchfahren und verschwindet jetzt in den Tiefen des Zellwaldes. Die Z-Stellung ereilte die Rico 52 am 4. Dezember 1994 im Bahnbetriebswerk Frankfurt-Oder. Ihre Ausmusterung dann am 5. Juli 1995. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Lok von dem Verein Schwabendampf in Neuoffingen erworben. Im Jahre 2002 ist die Maschine dann weiter an die Dampf Plus GmbH verkauft worden. Diese ließ den Rico-Dampfer wieder betriebsfähig aufarbeiten und setzte sie vor Sonderzügen ein. Heute wird die betriebsfähige Dampflok von Dresden-Altstadt aus eingesetzt. Der Zug erreicht gleich den Bahnhof Großvogelsberg. Am Zugschluss läuft übrigens die 89 6009 mit. Zum Ende dieses Lokporträts erleben wir die 528079 auf der Strecke von Eberswalde über Bad Freienwalde nach Frankfurt an der Oder. Sie bespannt hier Ende Januar 2007 einen recht gelungenen Fotogüterzug. Thank you.
Die Maschinen der Baureihe 5280 bildeten bei der Deutschen Reichsbahn zusammen mit den Ricoh-Lokomotiven der Baureihe 5035 bis 37 das Rückgrat des mittelschweren Güterverkehrs. Vor allem da, wo die schweren Maschinen der Baureihe 44 aufgrund der höheren Achslast nicht mehr fahren konnten. Die Ricoh 52er wurden bis zuletzt Ende 1988 vor Güterzügen planmäßig eingesetzt. Mit der Information, dass von den 200 umgebauten Maschinen noch 118 Dampfloks erhalten sind, wollen wir unser Lokporträt beenden. Gegenwärtig, im Jahre 2014, sind von der Baureihe 5280 noch 9 Stück betriebsfähig.